Ja, dann einen recht schönen guten Abend oder späten Nachmittag, je nachdem, hier im Salon der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir wollen uns heute in einem kleinen Streitgespräch, wir werden sehen, wie weit wir uns streiten, dem grünen Kapitalismus nähern oder eher auch nicht. Also darüber werden wir heute streiten und möglicherweise kommen wir dann irgendwann zu einem Ergebnis. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen und ich fordere Sie jetzt schon auf, wenn Sie Lust haben, sich mit einzumischen in die Diskussion. Wir führen Sie erstmal hier vorne und dann haben Sie natürlich Gelegenheit, auch selbst Fragen zu stellen, Statement abzugeben etc. Ja, ich freue mich sehr. Anlass unserer heutigen Veranstaltung ist ein Buch, Kritik der grünen Ökonomie. Das kann man im Übrigen dort vorne auf der linken Seite bzw. rechten Seite vom Eingang kann man das auch käuflich erwerben. Vielleicht haben Sie Lust nach der Veranstaltung, also Sie hören sich erstmal an, was hier heute dazu gesagt wird und dann, glaube ich, bekommen Sie Lust, sich das Buch auch nochmal vorzunehmen und auch zu lesen. Von Thomas Fahrteuer, Lilly Fuhr und von Barbara Unmüßig. Es ist nicht das erste, was erschienen ist zur Auseinandersetzung mit dem grünen Kapitalismus, der grünen Ökonomie. Es gibt beispielsweise aus der Stiftung bereits von 2009 ein Buch von Tadeu Müller, Stefan Kaufmann, unter anderem mit einem Beitrag auch von Dieter Klein zum grünen Kapitalismus. Oder es ist jetzt die Eigenwerbung ein bisschen, wenn Sie gestatten, aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung inzwischen die vierte überarbeitete Auflage, die schöne grüne Welt, die Mythen des grünen Kapitalismus. Auch das liegt vorne, neben vielen anderen schönen Sachen, auf die wir hier nur ganz kurz verweisen. Also ein wichtiges Thema, mit dem wir uns heute hier befassen. Und ich freue mich ganz besonders auf meine Diskutanten. Ich freue mich darüber, dass Barbara Unmüßig hier ist, Politologin seit 2002, eines von zwei Vorstandsvorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung. Sei uns herzlich willkommen hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, danke. Ja, und auf der anderen Seite sitzt Professor Michael Brie. Er ist Mitarbeiter im Institut für Gesellschaftsanalyse, insbesondere zuständig für alle Fragen, die sich um Transformation, Geschichte, Gegenwart von Transformationen befassen. Auch Michael Brie, ganz herzlich willkommen hier. Ja, Barbara, du hast das Buch 2015, also ist das Buch erschienen, du hast es gemeinsam mit anderen geschrieben und du stellst selbst die Frage in dem Buch, ob es nicht dringlichere Themen gibt, über die man sprechen müsste. Ja, warum dieses Buch und warum zu dieser Zeit? Ja, die erste Motivation war, dass wir Autorinnen und ich selber rund um den Rio-Gipfel 2012 wir erlebt haben, dass in die globale Debatte ein neuer Begriff kam, nämlich die grüne Ökonomie. Dieser Begriff wurde vor allem vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, aber auch von der Weltbank und von der OECD, also dem Zusammenschluss der Industrieländer, als neuer Begriff versucht zu installieren, auch als Gegenbegriff zu dem, was Rio 92 gemacht hat, nämlich nachhaltige Entwicklung, Sustainable Development. Und wir dachten dann, und ich habe sehr früh begonnen, mich dann eben mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Was steckt denn dahinter? Was sind das für Annahmen? Was die grüne Ökonomie leisten soll? Und habe eben sehr, sehr schnell dann bei der kritischen Analyse festgestellt, dass sich hinter grüne Ökonomie, so wie sie Weltbank und andere aufgreifen, aus meiner Sicht der grüne Anstrich des Kapitalismus gemacht werden soll. Und wir haben uns dann eben nach und nach sehr systematisch mit den Konzepten, mit den Begriffen, mit den Politiken, die dahinter sind, auseinandergesetzt. Du lädst ausdrücklich ein zu einem Dialog über das Buch oder zum Streit, meinetwegen. Dann würde ich Micha einfach mal die Möglichkeit geben, in diesen Dialog einzusteigen. So schnell. Okay. Wir kommen uns. Ja, das war jetzt etwas überraschend, so schnell Barbara abzubrechen. Deswegen mache ich erstmal einen Werbeblock für das Buch.
Also das Erste ist, es ist wirklich ein brillantes Buch. Also es ist wunderbar geschrieben, es ist sehr verständlich geschrieben, da manchmal leider Gottes verständlicher als die Bücher, die wir so herausgeben, manche zumindest. Es ist zweitens, finde ich, ein politisch sehr kluges Buch, weil ich glaube, ihr versucht, eine Brücke herzustellen zwischen dem, was du jetzt Green Economy oder grüne Ökonomie genannt hast, also eine Art kritische Wendung des Mainstream, der endlich ernst nimmt, dass die Welt endlich ist, dass wir von einer fossilen, rohstofffressenden Zivilisation runter müssen, und versucht also eine Brücke zu bauen zwischen diesem kritischen Mainstream und dem, was ihr dann auch immer wieder nennt, eine an die Wurzel gehende sozialökologische Transformation. Das ist ja zumindest, was Teile eurer, sag ich jetzt mal, Teile eurer Stiftung betrifft und Teile unserer Stiftung betrifft, auch ein gemeinsamer Zielbegriff, sozialökologische Transformation über den Kapitalismus hinaus. Dann dritte, sozusagen Teil des Werbeblocks. Es ist, also ich habe eine ganze Menge dazu auch gelesen, es ist immer wieder, also auch euer Buch ist sehr, sehr informativ, weil ihr an sehr konkreten Beispielen, zum Beispiel Landwirtschaft, deutlich macht, dass diese Mythos der grünen Revolution, ne? Wie stark das chemisch, also fossil getrieben ist, wie stark das die Umweltprobleme zugespitzt hat, die Stickstoffbelastung zugespitzt hat. Ihr macht also an vielen auch aktuelleren Fragen, am Flugzeugverkehr, der also jetzt emissionsfrei ablaufen soll, was auch immer das heißen soll, das macht ihr klar, was das bedeutet. Ist also meisterhafte, finde ich, eine Diskurskritik. Die Fakten, die ihr bringt, führen den grün-ökonomischen Diskurs eigentlich ad absurdum. Dann, jetzt komme ich sozusagen die Einlaufskurve in die Fragen, die ich natürlich habe. Ich will mal, also das bitte ich jetzt nicht aus dem Zusammenhang zu reißen. Ich finde, es ist ein schrecklich enttäuschendes Buch. Es nimmt uns nämlich eine Enttäuschung weg. Das ist das Ärgernis an diesem Buch. Moment, jetzt kriege ich es, glaube ich, hin. Nämlich, das ist die schöne grüne Welt. Ne? Die Welt der grünen Ökonomie. Also wir haben den BMW i8, kostet, glaube ich, 120.000 Euro, fällt also nicht unter die Subventionierung der Elektromobilität durch unsere geliebte Bundesregierung. Wir haben das Smart Home mit allem, was dazugehört, also nach Sonnenaufgang geht auf und zu und macht alles ganz wunderbar. Und die Vorstellung der grünen Ökonomie ist ja eigentlich, diese intelligente Lebensweise, grüne Lebensweise einer solchen globalen Mittelklasse lässt sich verallgemeinern, lässt sich universalisieren. Jeder hat also am Ende Zugang zu dieser Welt. Ihr macht deutlich, dass das nicht aufgeht. Also ein Green American Way of Life für alle ist prinzipiell unmöglich. Und das eigentlich ist das wirklich eine Enttäuschung, weil so schlecht sieht das ja gar nicht aus. Ich komme noch mal darauf zurück. Man könnte auch sagen, es ist eine widerliche Vorstellung, aber wie auch immer, es ist enttäuschend, dass das nicht aufgeht. Dann würde ich sagen, deswegen fand ich es auch interessant heute, das ist der nächste Punkt, auch jetzt war Dagmar bei der Anmoderation, hast du gesprochen vom grünen Kapitalismus. Das berühmte K-Wort ist natürlich ein sehr rar gemachtes Wort in eurem Buch. Ja? Das fand ich insofern interessant, weil ich bin relativ unbelastet erstmal rangegangen und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, ihr sprecht wirklich über Kapitalismus. Und dann finden sich so merkwürdige Formulierungen in unserer heutigen Gesellschaft, die manche auch Kapitalismus nennen. Ist Geld, das wird Luhmann zitiert, das wesentlichste Kommunikationsmedium. Das ist natürlich genau die Definition von Kapitalismus. Damit komme ich zu zwei weiteren Fragen. Ich glaube, wir alle haben ein Problem, und das ist vielleicht auch die Hauptnachfrage, die ich dann bei dem Buch hätte. Ich habe zwei Nachfragen. Das eine, ich glaube, wir müssen die grüne Ökonomie noch viel stärker als Teil
eines Zivilisationskomplexes begreifen. Also darüber müssen wir reden. Das ist Zivilisation. Es geht nicht nur um die Ökonomie. Es geht um Lebensweise, es geht um Produktionsweise, es geht um Verkehrsweise. Es geht um, wie sind Menschen selber beschaffen? Ja, wie sind wir beschaffen, dass wir das toll finden können? Ja, darüber müssen wir, glaube ich, reden. Und ich glaube, wir kommen gar nicht drum hin. Ihr habt das immer wieder drin, indem ihr genau benennt, Unternehmen, Regierungen und so weiter. Aber das geht mir in Bezug auf die Machtkritik nicht weit genug. Denn die Frage ist ja, warum geben wir diesen Unternehmen? Warum geben wir, das ist ja nicht, die haben ja nicht die Macht an sich, sondern wir geben ihnen diese Macht. Also diese Frage, die Machtfrage nicht nur zu stellen, indem man sagt, die und die Lobbygruppen sind da zuständig, das ist ja richtig, aber sie sind zugleich von uns in gewisser Hinsicht, das muss man mitdiskutieren, beauftragt, genau das zu tun, was sie da tun. Und dann glaube ich, das ist der letzte Punkt, das haben gute Bücher so an sich. Wenn man fertig ist, möchte man sagen, naja, gut. Und jetzt, genau, was jetzt? Was bedeutet das strategisch? Mhm. Wenn die grüne Ökonomie nicht aufgeht, wenn die Strategie eines Green New Deal nicht aufgeht, wenn grüner Kapitalismus nicht aufgeht, was bedeutet das gesellschaftsstrategisch, auch parteistrategisch, politisch strategisch? Wie gehen wir mit dieser Erkenntnis um? Das ist die Diskussion, die wir sozusagen, wo man jetzt sagen müsste, na gut, dann lasst uns diese Diskussion führen als strategische Diskussion. Aber die Voraussetzung ist gegeben, indem eine ganz scharfe, ganz präzise Diskurskritik und der grünen Ökonomie, des grünen Kapitalismus vorgelegt wurde. Und dazu will ich nochmal gratulieren. Ja, finde ich, das kann man auf alle Fälle, weil ihr schreibt dann selber, der große Gegenentwurf fehlt eigentlich noch und dafür wollen wir in den Diskurs treten und das ist eigentlich sozusagen auch Ziel dieses Buches, dann lasst uns darüber nochmal reden. Ja, vielleicht ist es für Sie, die das Buch ja jetzt nicht so gut gelesen haben und so detailgenau wie Michael Prie, vielleicht einfach nochmal so 3-4 Kritikpunkte, die uns besonders wichtig sind, darf ich die vielleicht nochmal hier in die Debatte bringen. Also erstens versuchen wir, auch Sie ja heute Interview im Neuen Deutschland mit dem Buch nochmal klarzumachen, dass die glauben, man könnte mit ein bisschen mehr Effizienz, mit mehr Effizienz und mit technologischer Innovation vor allem die globalen Krisen, die ökologischen Krisen, die Ressourcenkrisen, die Klimakrise und vor allem auch die Armuts- und Gerechtigkeitskrise lösen, der sitzt einfach einer Illusion und einem Ausblendungsprogramm auf. Weil für uns völlig und für mich, weil ich ja auch seit mindestens 30 Jahren an diesem Thema arbeite, wir um die Frage nicht herumkommen, was muss eigentlich bitte aufhören, was wir produzieren und konsumieren, was muss schrumpfen, wo müssen wir definitiv mit weniger Ressourcenverbrauch und weniger Emissionen etc. auskommen. Und was eben die Protagonisten der grünen Ökonomie machen, darauf hast du ja auch rekurriert, Michael, ist zu sagen, ja, business as usual, ist so das Zauberwort, BAU, Bau. Business as usual können wir uns nicht mehr leisten, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Ja? Aber dann mit vor allem auch großtechnologischen Antworten anrücken, mit denen uns suggeriert wird, ne, dass wir mit Großtechnologie die Welt retten können. Und das finden natürlich viele Menschen bequem, weil sie sagen, wir finden auf die Krisen immer eine Antwort. Wir finden technologische Antworten und unter diesen Technologie, in diesen Technologiekontexten dann eben genetisch modifizierte Organismen auftauchen, synthetische Biologie, die man neue Gentechnik nennt. Man kann auch unter Ende mit Business as usual weiterhin Atomkraft verkaufen, man kann Geoengineering verkaufen und so weiter. Und das suggeriert den Menschen, wir schaffen das schon. Das ist das eine. Und das andere, was dieser Begriff der grünen Ökonomie suggeriert, wir können auch weiter wachsen. Ja, und das wiederum halte ich für eine absolute Illusion, weil wir definitiv, und da haben wir noch keine Antworten darauf, auch gesellschaftspolitische keine und
ökonomisch keine Antworten. Wie sollen denn unsere Gesellschaften, die total auf Wachstum ausgerichtet ist, auch unsere Sozialsysteme, wie sollen die denn bitte schön ohne Wachstum auskommen? Und gleichzeitig wir aber sagen, aus ökologischen Gründen können wir nicht weiter expandieren. Ja? Erstens, so wie wir das in der industrialisierten Welt tun und schon gar nicht, wenn wir Gerechtigkeitsfragen mit in den Blick nehmen. Wir haben heute nach wie vor mindestens 2 Milliarden Menschen global, die absolut nichts mit unserer Lebensweise, mit unserer, Uli Brandt nennt sie ja die Imperiale, die ich zum Teil gut finde, da kann man auch noch drüber reden, was ich da für eine kritische Anmerkung dazu habe. Aber wir haben ja erstens eben Milliarden von Menschen, die überhaupt noch nicht mal Zugang zu modernen elektrischen Dienstleistungen haben, die ihre Grundbedürfnisse nicht finanzieren können, die unterernährt oder mangelernährt sind. Und wir reden darüber und müssen gleichzeitig diese große ökologische Krise mit ins Zentrum nehmen und sagen, wir haben es mit planetarischen Grenzen zu tun, mit Klimawandel zu tun und wie bitte sie dann eine Gesellschaft und eine Ökonomie der Zukunft aus. Und was die Protagonisten der grünen Ökonomie machen, ist eben richtig Optimismus verbreiten, Technikoptimismus verbreiten und eben auch suggerieren, wir können so wirtschaften wie bisher, ohne dass wir unsere Konsum- und Produktionsweise ändern müssen. Die müssen wir aber definitiv ändern. Weniger anders ist da eben auch eine Forderung. Vielleicht noch ein Punkt, den wir ziemlich stark machen in der, auch in unserer Kritik. Auf die ökologischen und sozialen Krisen soll mit noch mehr Markt und mit Marktinstrumenten reagiert werden. Das halten wir auch wirklich für allzu unterkomplex und sehr simpel und vereinfachend. Und was wir erleben bei den Menschen, die dieses Konzept der grünen Ökonomie voranbringen, ist, dass sie sogar sagen, lass uns endlich Dinge, die bislang nicht durch den Markt erfasst sind, weiter ökonomisieren, weshalb die Protagonisten der grünen Ökonomie nicht etwa, wie wir es uns wünschen und worüber wir gleich diskutieren, komplett neu erfinden müssen, wie Wirtschaftssysteme aussehen, die in planetarischen Grenzen bleiben, sondern eher noch darauf setzen, die Natur zu monetarisieren, der Natur einen Wert zu geben und in der Umweltpolitik dann nur noch übrig bleibt, dass man statt auch über Verbote redet und über alle möglichen Dinge, die wir brauchen, wenn wir ökologisch auch Unsinniges verbieten wollen, dann eben sagen, über CO2-Preise werden wir die globale auch Klimakrise retten. Und was das alles auch mit der Natur macht, mit der Ökonomisierung, Wertsetzung und Finanzialisierung der Natur, das beschreiben wir auch in einem ausführlichen Kapitel. Das geht oft unter, aber uns ist es wichtig zu sagen, dass wer auf Marktversagen mit noch mehr Marktmechanismen reagiert, eigentlich überhaupt nicht kapiert hat, mit was wir es zu tun haben in Zukunft. Und wir können ja dann, um das dann aufzugreifen von dir, Michael, glaube ich, macht ihr als Rosa Luxemburg und wir als Heinrich-Böll-Stiftung, versuchen wir doch vor allem auch soziale Innovation und nicht nur alleine technische Innovation zu befördern. Ja, also ihr und wir beschäftigen uns damit, wie wir Gemeinwohlökonomie, solidarische Ökonomie, Ansätze, die Wachstumswendenaktivisten und Aktivistinnen unterstützen. Wir unterstützen theoretische Denkansätze, wie man eben die Gemeingüter, also die Global Commons weiter nicht nur erhalten, sondern ausbauen und schützen kann. Dazu publizieren wir, dazu gibt es soziale und ökologische Labore, die wir unterstützen. Also ich möchte eben, dass wir, wenn wir schon über andere Gesellschaftsmodelle und jenseits des Kapitalismus oder auch des grünen Kapitalismus nachdenken, dann müssen wir gemeinsam mit allen Kräften Suchprozesse unterstützen und eben Denklabore, die Praktiker, die das ja schon machen in der Wachstumswende, denen müssen wir eine Stimme geben, die müssen wir unterstützen. Aber ich glaube, wir sitzen auch einer Illusion auf, wenn wir glauben, wir hätten schon einen neuen Blueprint. Ja, wir haben in vielen Sektoren, wie könnte eine ökologische Agrarwende aussehen? Wir wissen eigentlich, wie eine Energiewende ginge, wenn sie
inklusive in Bürgerinnenhand. Aber wir lassen uns das gerade aus der Hand nehmen. Die neue EEG-Novelle ist genau das Gegenteil. Ja, sie stärkt die Protagonisten, ja, die wieder versuchen, an ihre Gewinnmargen und an ihre Renditen heranzukommen. Und wir pennen, wir denken, wir hätten das alles schon irgendwie erreicht in unserer Republik mit der Energiewende. Das ist eine Illusion. Das ist wirklich auch eine Illusion, weshalb wir auch noch mal darüber reden müssen, wie wir eigentlich unsere sozialen Kämpfe besser bündeln, miteinander kooperieren und einfach auch, so endet ja auch das Buch, auch widerständiger werden und radikaler. Aber besteht nicht auch das Problem jetzt darin, in dem, was du gesagt hast, zu stark verhaftet zu bleiben in den jetzigen sozusagen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen? Muss man nicht hier tatsächlich radikaler rangehen? Reicht das aus, das, was du sozusagen als Angebot machst, oder ist das ein erster Schritt zu einer Transformation? Aber erst. Also, wir haben ja, ich meine, du hast ja zum Beispiel jetzt gesagt, wir mogeln uns ein bisschen um die K-Frage oder wir mogeln uns um die, auch um die Machtfrage rum. Um die Machtfrage, glaube ich, mogeln wir uns in dem Buch nicht herum, ja, weil wir nämlich sehr genau auch die Machtkonzentrationsprozesse analysieren, zumindest in einigen Sektoren. Was wir weltweit erleben, sind gigantische neue Monopole im Lebensmittelsektor, im Agrarsektor, im Pharmasektor, im Energiesektor, die richtiggehend wirklich die Alltagswelt auch der Menschen definitiv und intensiv berühren werden. Und was ich feststelle ist, dass wir offensichtlich auch da, wo wir ganz parlamentarisch demokratisch sind, überhaupt offensichtlich gar keine Mittel haben, außer dieses zahnlose Kartellrecht, wie wir mit diesen Machtstrukturen und mit diesen Machtkonzentrationsstrukturen umgehen. Ich finde es ja toll, dass heute oder gestern ein Gericht in Deutschland entschieden hat, dass Tengelmann und Edeka eine Fusion sind, die Marktmacht kreiert, ne, mit all den Effekten, dass Bauern überhaupt gar keine Spielräume mehr haben, was ihre Preise angeht. Ne, sie werden erpresst, sie werden am Gängelband der Konzerne geführt. Was haben wir denn da für Gegenmittel? Ich kann sie dir auch nicht beantworten en Detail. Ne? Ich meine, die alte kapitalismuskritische Position war, verstaatlicht sie. Daraus ist für mich nichts besser geworden, wenn die Struktur die gleiche ist, wenn man damit auch weiterhin dann Kleinbauern ausbeutet und so weiter. Das kann für mich nicht die Lösung sein. Ja? Und deswegen weiß ich auch, wir sind sehr gut oder können gut sein in Diskurskritik, in Wachstumskritik und auch in der ein oder anderen Kapitalismuskritik, aber wir brauchen noch mehr Esprit für auch wirklich theoretische Konzepte. Und wir müssen ausprobieren. Und natürlich, wenn das Buch endet mit einem Plädoyer für eine politische Ökologie, dann versuche ich anzuknüpfen, was unter dem Terminus politische Ökologie eigentlich mal gemeint war. Und das ist eben gerade das Primat der Politik zurückzuholen, ja, was wir eben so nicht mehr haben. Ja, genau zurückzuholen, dass Menschen gesellschaftlich miteinander diskutieren wollen, in welcher Gesellschaft sie leben wollen und wie. Ja, und ich kann nur Angebote machen, wie man das macht und auch mit unserer internationalen Arbeit, das macht ihr auch in der Stiftung, mutige Menschen unterstützen, Pionierinnen unterstützen, Leuten eine Stimme geben, die nicht zum Mainstream gehören, Trial and Error, weil wir können jetzt heute Abend auch länger an die Revolution und wie kommt sie zustande diskutieren, aber ich versuche irgendwie sowohl einerseits sehr kritisch zu bleiben, machtkritisch, konsumkritisch, wachstumskritisch und auf der anderen Seite eben all die Ansätze, die ich kenne, versuche zu unterstützen. Aber vielleicht hat ja Michael heute Abend die allerfeinste Idee. Das werden wir mal versuchen herauszuforschen. Auch bei euch taucht ja der Begriff der Transformation auf. Michael arbeitet gemeinsam mit anderen zusammen seit längerem am Thema sozialökologische Transformation. Könnte möglicherweise sowas wie die grüne Ökonomie, der grüne Kapitalismus
grüne Ökonomie vielleicht anders definiert als Weltbank und andere Akteure, tatsächlich so ein erster Schritt sein hin zu einer anderen Welt? Ja, das ist auf jeden Fall ein Diskussionspunkt, den wir seit langem immer wieder verfolgen. Dieter Klein hat gerade ein Buch auch herausgegeben, verfasst, gespaltene Machteliten. Also die Frage, ob eben das Auftauchen eines Konzepts, einer Begrünung des Kapitalismus zeigt, dass innerhalb des herrschenden Blocks gegensätzliche Strategien verfolgt werden. Das Problem, worauf ihr aufmerksam macht, zurzeit läuft es eigentlich eher auf eine Homogenisierung des Machtblocks heraus. Das war so auch nicht unbedingt 2008, 2009 vorhersehbar. Ja, wir haben, ich will gar nicht bestreiten, dass ihr immer wieder auf die Machtfragen eingeht. Ich will nur deutlich machen, wie schwierig sie zu stellen ist, weil Judith Delheim, die auch hier im Raum sitzt, spricht immer wieder von so einem Sextett von sechs Bösewichten. Ne? Das ist der gesamte Rohstoff-Energie-Komplex, das ist das Agrarbusiness, das ist alles, was mit Verkehr zu tun hat, das ist der militärisch-industrielle Komplex und das im Zusammenhang mit der Finanzwirtschaft und den Hightech-Industrien. Und da wissen wir, das sind fast alle Arbeitsplätze, bis auf den öffentlichen Dienst vielleicht. Und darauf will ich nur aufmerksam machen. Du hast das auch schon angesprochen. Wir haben das Problem mit diesem Machtblock ist, da hängen die globalen Mittelschichten dran, die ich gezeigt habe. Da hängen natürlich die 0,1% der Vermögensklassen weltweit, die während der Finanzkrise noch ihr Vermögen extrem vermehrt haben, einmalig in der Menschheitsgeschichte, in Finanzkrise, und die Reichen werden noch derart reicher. Dann haben wir sehen das ja auch in Deutschland, ihr macht darauf aufmerksam, siehe Automobilindustrie, die ja eigentlich Massenvernichtungsmittel, zumindest im Sinne der Naturzerstörung, produziert. Das ist fast 20% der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Das ist über die Hälfte des Exportüberschusses in Deutschland. Das läuft also ab. Da hängen viele, viele gut bezahlte Arbeitsplätze dran. Und das Kuriose ist doch, selbst die, die ganz wenig haben, nämlich die, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, hängen doch auch noch da dran. Das heißt, das will ich nur sagen, diese Machtfrage ist ja nicht nur zu zeigen auf die oben, sondern es hängt, die Organisation der Macht ist, dass fast alle oder eigentlich alle, auch die Stiftungen werden ja aus Steuergeldern bezahlt, da drinnen stecken. By the way. Ich will auch auf das psychologische Problem aufmerksam machen. Es gibt von Sigmund Freud so eine schöne Darstellung verschiedener Charaktere. Und einer dieser Charaktere, das ist der anal-sadistische Charakter. Und das ist der, der den Code für sich behalten will. Ne, das aus der Kinderpsychologie. Und bei ihm macht er immer wieder die Gleichung auch zwischen Code und Geld. Erich Fromm macht das dann die Psychologie des Habens. Ja? Also Menschen dadurch zufriedenzustellen, dass sie nach Haben streben. Und wir müssen über diese Frage mindestens genauso sprechen. Wenn du jetzt, und das finde ich ja ganz richtig, die Frage der Experimente aufmachst. Also denke, eine Frage, wie wir herausfordern können, diesen Machtblock ist, wenn das schon so läuft, dann lasst uns doch viel mehr experimentieren. Lasst uns experimentieren mit anderen Verkehrssystemen. Gebt doch endlich Raum und fördert, ich meine, das ist auch schon eine Schwäche des alten EEG, es hat gleich alle gefördert. Man hätte sagen müssen, wir fördern vor allen Dingen kommunale und genossenschaftliche Formen der Energieversorgung und nicht alle von Konzernen bis privaten Autobesitzer, der da irgendwie auf sein Dach da noch von der Garage was pflanzt. Das meine ich, ist sicherlich einer der Ansätze, wie wir herankommen an Transformation. Die Hauptschwäche unserer Gesellschaft, und dazu trägt tatsächlich die grüne Ökonomie, der grüne Kapitalismus bei, ist den Raum für wirkliche Experimente in Richtung einer anderen Zivilisation nicht zu öffnen, sondern zu schließen. Gut, dann lass uns das mal ein kleines Stückchen noch runterbrechen, weil wir können ja gerne über Konflikte in der Welt reden. Wir sind bei einer Stiftung, die der Linken nahesteht. Du beschreibst es aber auch in eurem Vorwort, dass es durchaus auch Konflikte bei den Grünen gibt. Es gibt die Konflikte bei den Linken. Wenn wir über Kohleausstieg reden und über Experimente reden, dann suchen wir nach Akteuren dafür.
Dann schauen wir in die Brandenburger Landesregierung zum Beispiel, die Bereitschaft, solche Experimente überhaupt auf den Weg zu bringen. Man hat die Möglichkeit in Regierungsverantwortung. Wie geht man damit um? Wie geht man überhaupt mit diesen Konflikten um? Und wie gewinnt man die, die man braucht, als Akteure genau für einen Weg, der gesellschaftliche Zusammenhänge auch in Frage stellt? Ich gehe mal erst zu den Grünen. Ja? Das ist aber nett. Ja, ich meine, das ist die große Gretchenfrage. Also ich meine, in Deutschland macht mir erstmal Mut und auch global, dass es eine globale Divestment-Kampagne gibt. Das ist eine breite Allianz von Akteurinnen und Akteuren, die sagen, es soll keine Finanzierung mehr geben für fossile Brennstoffe. Also raus aus Gas- und Ölförderung und Kohle natürlich. Und wenn man sich das mal anschaut, was da für ein Trend entstanden ist. Es hätte dann auch was mit der Spaltung der Machteliten zu tun. Da findet diese Spaltung nämlich statt. Ne? So zwischen der alten Braunen an der fossilen Verbrennung Festhaltenden und denen, die sagen, das könnte aber unser Geschäftsmodell gefährden. Und sich inklusive mittlerweile sogar Melinda und Bill Gates, Rockefeller, die Rockefellers, der norwegische Pensionsfonds, in Deutschland ein bisschen halbherzig die Allianzversicherung, die beteiligen sich an diesen Divestment-Aktivitäten. Und das sind wirklich schon mindestens, ich glaube, wir haben auch einen Artikel auf unserer Website dazu, mindestens 1,3 Billionen Gelder, die sozusagen divested werden, die rausgezogen werden aus dem fossilen Sektor. Das ist noch nicht die Überwindung des Kapitalismus, aber das ist immerhin einen fossilen Sektor schwächen, der unglaublich viel Lobbymacht hatte. Es war der braune fossile Sektor, der diese ganzen Klimaskeptiker fördert und auch weiterhin fördern wird. Das ist sehr, sehr gut nachgewiesen, welche Lobbymacht die bei den Regierungen der Welt haben. Das finde ich erstmal was, wo man knacken kann. Also sprich, Allianzen bilden. Ich finde es super, dass in Deutschland sowohl in Garzweiler als auch hier in den Braunkohlerevieren im Osten Menschen die Plätze besetzen und. Was natürlich gewonnen werden muss in diejenigen Menschen, die immer noch in diesen Sektoren arbeiten. Ja, aber bleiben wir mal bei der Kohle. In Deutschland haben wirklich richtig Millionen, ja, Menschen ihren Arbeitsplatz in den letzten 40 Jahren im Kohlesektor längst verloren. Es sind gar nicht mehr viele. Die sich nicht frühzeitig auf das, was wir Transformation nennen, einige Städte unter anderem auch im Kohlenpott, denen geht es schlecht und dreckig. Ja, die haben eine marode Infrastruktur, die sind immer noch dabei aufzuholen. Diese Transformation wird sowieso kommen, ja, weil irgendwann, und es ist besser, wenn man die Menschen mit Alternativen, mit anderen Jobmöglichkeiten eben vorbereitet. Und da glaube ich, dass wir auch, ob Stiftungen, aber vor allem auch soziale Bewegungen und NGOs, viel, viel, viel mehr auch wirklich wieder mit den Betroffenen reden müssen. Wir müssen eine ganz andere Arbeit, politische Arbeit machen. Wir müssen wirklich auch von Haustür zu Haustür gehen und mit Menschen reden. Das ist ja auch da, ich glaube auch der Kampf gegen Rechtsextremismus wird auch ganz stark davon leben, ob wir es schaffen, ne, mit denen, die affin sind, ne, den rechten Rattenfängern in die Falle zu laufen, mit denen ins Gespräch zu kommen, ja, und Leute auf diese Transformation vorzubereiten. Ja. Also ich kann auch nur hier und da Hoffnung durch solche Kampagnen. Für mich ist die Anti-TTIP- und Anti-CETA-Kampagne ist eine Massenmobilisierung. Das ist toll. Ich weiß noch nicht, ob wir diesen Bär erlegt bekommen, also TTIP nicht bekommen werden. Aber das ist doch grandios, dass das zumindest Hoffnung macht, dass man sehr wohl was bewirken kann. Und das müssen wir weitermachen. Mobilisieren, aufklären, Allianzen schmieden, gegenhalten. Hast du noch andere Ideen, Micha? Ja, erstens habe ich mich natürlich gefragt, als ich den Umschlag des Buches gesehen habe, wieso das rot-grün geworden ist, ja, okay. Auch wenn ich an eine absehbare rot-grüne wirkliche Einleitung von Wende
gegenwärtig nicht so richtig glauben mag, finde ich das erstmal für die Kooperation unserer beiden Stiftungen natürlich erfreulich. Das Zweite, ich will, bevor wir zu sehr in die Alltagssachen gehen, will ich, das spare ich mir jetzt, obwohl es so hübsch ist, ich will auf das Problem aufmerksam machen, das hier dargestellt ist. Also wir leben in einer Welt, die dominiert ist, wirklich gegenwärtig, wir können das sehen in der jetzigen Situation, durch das Finanz-, also im hohen Maße das, was ihr auch beschreibt, Investitionen, Desinvestitionen, durch Ströme des Finanzkapitals, dann haben wir eine profitorientierte Privatwirtschaft, oligarchische Strukturen, die das kontrollieren, dann haben wir eine Arbeits- und Konsumgesellschaft und wie unser Papst sagt, unsere schöne Erde, unsere Heimat gleicht immer mehr einem Dreckhaufen. Da hat er recht, der Franziskus. Und das ist das Ziel. Das ist sozusagen das, was wir eigentlich hinbekommen müssen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, was das für eine, also für eine große zivilisatorische Transformation ist. Und bei so einer Transformation, ich hab mich mal gefragt vor kurzem, wieso sind die, es gibt ja diese berühmten Vorstellungen, Sammler und Jäger sind dann Ackerbauern und Viehzüchter geworden. Der Witz ist ja, die sogenannten Sammler und Jäger, von denen wir immer dachten, das seien Leute, die ganz schlecht dran waren, die haben länger gelebt dann als die Ackerbauer und Viehzüchter. Die haben viel weniger sogenannt gearbeitet. Die haben vor allem Lebenszeit, sondern Jahrhunderte haben die Zeit miteinander palavert. Ne? Also die haben vor allen Dingen miteinander gesorgt, füreinander gesorgt und palavert. Dann kamen die Fragen bei einem solchen Zivilisationswandel. Was waren die eigentlich entscheidenden Faktoren? Und ich glaube, das wiederholt sich auch heute. Wir arbeiten primär, auch das Buch arbeitet das, auch unsere Analysen arbeiten immer mit, sehr stark mit einem Bedrohungsszenario. Wenn wir das nicht tun, dann passiert was ganz Fürchterliches. Das ist sozusagen der Push-Faktor, ne? Die Bedrohung. Ja? Das war damals, als war das die Erderwärmung von 7 Grad am Ende der Eiszeit, Bevölkerungswachstum. Da war die Frage, wie ernährt man sich unter solchen völlig veränderten Bedingungen, wenn plötzlich ganz viele Mäuler sozusagen zu stopfen waren. Das Zweite, worüber wenig gesprochen wird, was wir viel zu wenig, glaube ich, auch sprechen, was ganz wichtig ist, es müssen attraktive Ansatzpunkte, du hast das mit dem Experimentieren, es muss doch mal klar werden, dass es eigentlich viel bessere Möglichkeiten gibt, Dinge zu produzieren, Zeit zu verbringen und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausführen, also die Pull, die Nachfrage, das Bedürfnis, das Begehren, anders leben zu wollen, ist, glaube ich, entscheidend. Dann was uns fehlt, deswegen ist auch sozusagen parteipolitische Sachen viel zu kurz gegriffen, sind Strukturen der Ermöglichung. Wir haben sehr stark Strukturen der Verunmöglichung. Das macht es übrigens auch so schwierig. Unternehmen haben es ganz einfach. Die können einfach sagen, naja, wenn uns das nicht passt, investieren wir nicht. Aber Leute, die einen Arbeitsplatz haben, Leute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, Leute, die auf Rente angewiesen sind, haben diese Nicht-Tu-Optionen überhaupt nicht. Wir, alles, was du genannt hast, wir müssten uns mobilisieren. Die Unternehmen müssen überhaupt nicht mobilisieren. Die können einfach abwarten und wenn die Entscheidungen ihnen nicht passen, dann streiken sie. Und das Letzte ist natürlich auch damals schon, wirklich neue Ideen müssen in diese Welt kommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen will, Umverteilung. Also das ist, habe ich von der Ebert-Stiftung genommen, verschiedene Wege. Ich habe dann den Grünen habe ich eingezeichnet. Also sie hatten sozusagen das weiter so. Das ist dieser Lila-Pfad. Wir machen weiter so mit dem Wachstum. Wie sieht das aus für die unteren 40%, für die mittleren 40% und die oberen 20? Dann haben sie den schönen Pfad des sozialen Wachstums. Also investieren vor allen Dingen in bessere Bezahlung, Ausbau der sozialen Dienstleistungen. Finde ich ganz toll. Care-Ökonomie und so weiter. Und dann habe ich eingefügt, naja, was machen wir aber, wenn wir anfangen, systematisch umzuverteilen, nämlich, dass wir das verbinden mit einer wirklichen strukturellen Umbau. Und dafür brauchen wir ungefähr, also es gibt ja unterschiedliche Zahlen, zwischen 5 oder sogar wahrscheinlich eher 10% des Bruttosozialprodukts müssten wir umbauen. Das ist das, was die USA im Kalten Krieg ausgegeben hat für Rüstung. Genauso viel Anteil müsste uns das doch wert sein, um unseren Planeten zu sein. Also die Umverteilungsfrage, um die kommen wir tatsächlich nicht umhin, weil sie die Bedingung von wirklicher Umgestaltung ist. Und was die grüne Ökonomie ja macht, eigentlich
drückt sie sich genau um diese Frage. Ja? Sie sagt, ohne Umverteilung, einfach der Markt, die invisible hand of the market, wird das Ganze klären. Ihr Umverteilung ist des Teufels, aber wir können ganz klar sagen, eine ernsthafte sozialökologische Transformation ohne Umverteilung, ohne drastische Umverteilung, kann es gar nicht geben. Die muss aber wahrscheinlich mehr sein, als sozusagen freiwillig etwas abzugeben, weil du Gates genannt hast, unter anderem sozusagen freiwillig etwas einzuspeisen, herauszunehmen, wie auch immer. Es muss auch andere Wege geben, ansonsten kommt man auf diese Zahlen wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, also ich stimme absolut zu, dass und das meinen wir ja auch mit Rethinking or Redefining, ne, was man mit einer Ökonomie eigentlich will, die den Menschen dient und den Bedürfnissen dient. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wirklich viel zu wenig Leute ins Visier nehmen, ist wie Verschuldung von Privat- bis zu Staatshaushalten eben genau zu dieser Dynamik führen, dass man immer weiter wachsen muss, ne, um den Zins und Zinseszins zurückzuzahlen. Und deswegen ist es ja auch so perfide, dass die südeuropäischen Länder keinen Schuldenschnitt kriegen, ne, weil sie im Prinzip sozusagen weiter gezwungen werden, ne, statt sich mal grundsätzlich zu überlegen, in welche Ökonomie sie investieren wollen, in diesem Kreislauf bleiben. Und auch bei privaten Haushalten funktioniert es ja genauso. Ne? Ich muss mir überlegen, wie ich jetzt meinen Konsum, ne, zurückbezahle. Die ganze Immobilienblase, alles fußt auch auf diesen Mechanismus, ne, dass Verschuldung auch ein unglaublicher Treiber für eine Wachstumsdynamik ist. Aber die Interessen, die hinter, das ist ja der Finanzsektor selber, na, der diese Interessen hat an Kreditvergabe und sozusagen auch falsche, sage ich jetzt mal, Bedürfnisse schürt. Ich gebe der nicht die Schuld dem Staat oder dem privaten Konsumenten, der sich verschuldet, na, sondern das sind Angebote, na, die diese Verschuldungsspirale mit dann diesem Zwang zum Wachstum eben auch, oder ich muss im Markt bleiben, ich muss dies und dieses und jenes machen, antreibt. Und ich meine, eins ist auch völlig klar, deswegen auch politische Ökologie. Es gibt vielleicht noch ein paar wenige Länder auf dieser Welt, ja, die vielleicht doch noch regulierend eingreifen können, ne, und der Privatwirtschaft eben auch die entsprechenden Grenzen setzen. Wenn ich von planetarischen Grenzen rede, die wir bereits überschritten haben, beim Klimawandel, bei der Stickstoffbelastung, beim Verlust der Biodiversität, ja verdammt, dann muss Politik Grenzen setzen, und zwar Obergrenzen. Und das Grenzen setzen wird gefürchtet, gerade auch von diesem kurzfristigen Denken der Politiker, die natürlich in Legislaturperioden denken, die fürchten wie Teufel das Weihwasser dieser Grenzziehung, weil sie natürlich um die Rückwirkungen wissen, na, dass das erstmal nicht zur Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern steht. Und in dieser Falle hocken wir. Man kann den Menschen abstrakt den Klimawandel erklären und sagen, das ist eine Bedrohung, ja, oder mit der grünen Ökonomie und mit grünem Wachstum eine Chance, das versuchen andere. Aber wir haben eigentlich keine Antworten daraus, wie wir die Krisen bewältigen, die dann, wenn wir nicht wachsen, ausgelöst werden. Und diese Krisen wird es geben. Transformation läuft nicht konfliktfrei. Transformation wird soziale Konflikte, selbst wenn wir super, wenn wir 5-10% des Bruttosozialprodukts umverteilen werden, völlig einverstanden, dann wird es trotzdem zu dramatischen, auch politischen und gesellschaftlichen Krisen kommen. Und mir wird natürlich im Kontext auch von rechtspopulistischen Bewegungen und rechtsextreme Auftrieb der Rechtsextremen Angst und Bange, wie die gerade auch von ökonomischen Krisen profitieren werden. Sie profitieren bislang von ökonomischen Krisen. Das ist ja auch das, was wir uns bewusst machen müssen. Die laufen, also statt zu adressieren, wer sie in diese Krise gestürzt hat, was sind die Ursachen für die Krisen, erleben wir eben genau dieses auch wieder Verblendungsprogramm, dass sie denken, es ist die EU, die hat auch einiges zu verschulden, ohne Zweifel, aber Ursache und Wirkung nicht mehr zusammenbringen. Und wir
in einer Situation sind, wo ich einfach auch nicht weiß, wie man A, aus dieser Wachstumsfalle rauskommt, ohne große politischen Krisen zu provozieren, mit allem auch Elend, was das für demokratische und partizipative Prozesse bedeutet. Und ich weiß nicht, wie man Politik dazu bringt, endlich auch diese Grenzziehung zu machen, die wir brauchen. Ab und an gelingt es und es muss uns auch weiter gelingen, dass Politik Grenzen setzt. Ja, und eben zum Beispiel, also ich meine so, was machen wir für Anreizsysteme? Du hast es schon angedeutet, ne? Subventionen für Elektromotoren. Also hallo, vielleicht letzter Punkt. Ja, genau. Und einfach nochmal ein Schlenker. Was wird denn in der Forschung in diesem Land mit Milliardenetats in der Forschung unterstützt? Ja. Nicht die agrarökologische Forschung, sondern das, was man die Industrialisierung der Chemie und der Agrarpolitik nennt. Ne? Es wird nicht investiert in, was ist denn eine Postwachstumsökonomie. Da kriegen kaum Unis Gelder dafür. Ja? Es wird vor allem auch, was Forschung und Entwicklung angeht, in klassische, auch großtechnologische Prozesse investiert. Und deswegen unterstützen wir auch, und es lohnt sich auch mal da auf den Webseiten zu gucken, all die Akteure, die eine andere Lehre an der Uni verlangen, was Ökonomie angeht, also weg von dieser neoliberalen, orthodoxen Lehre hin zu heterodoxen ökonomischen Ansätzen. Und es gibt Akteurinnen, die wunderbare auch Forderungskataloge und Papiere schreiben, wie wir denn bitte eine Forschungswende hinkriegen. Und gut, da sind wir jetzt wieder bei dem Problem. Wir haben sehr viel gute alternative Ansätze, wie es anders gehen könnte. Aber die sind zum Teil isoliert, fragmentiert, die verbünden sich zu wenig. Ne? Weshalb wir halt auch versuchen, dann die Vernetzung von solidarischen Ökonominnen, von Commons-Akteurinnen auf die Beine zu bringen. Aber es ist nicht einfach, verdammt nochmal. Ja? Weil auch ganz gerne alle in ihren jeweiligen Silos hocken und sagen, ich möchte jetzt erstmal hier für mich vor Ort alles tun dafür, dass ich mein Leben leben kann, also in diesem sinnstiftenden Kontext und auf politische Strukturen dann eben auch keinen Bock mehr haben. Auch das ist ein Problem. Da habe ich wieder nur Probleme genannt. Na gut. Gut, ich würde ganz gerne nochmal auf ein Stichwort zurückkommen. Du hast es gerade genannt, Wachstumsfalle. Es mehrfach war von Wachstum die Rede, soziales Wachstum, grünes Wachstum. Ich meine, wir mogeln uns an dieser Stelle auch um die Auseinandersetzung mit dem Wachstumsbegriff herum. Wir sagen Wachstum ja, aber nicht in den Bereichen. Muss man nicht Wachstum auch grundsätzlich in Frage stellen? Oder wie kann man möglicherweise Wachstum in Frage stellen und dafür Akteure zu gewinnen? Ja, also erstens ist absolut klar, dass das, was ihr ja auch als Klimaziele oder weltweit als Klimaziele bezeichnet werden oder auch Ziele überhaupt eines Lebens, das mit der Erde in irgendeiner sinnvollen Übereinstimmung steht, nicht mit dauerhaftem Wachstum vereinbar ist. Also das, und dass wir sogar noch zugespitzt, wir müssen natürlich die Rohstoffintensität und Energieintensität unseres heutigen Produzierens und Lebens da gibt es unterschiedliche Angaben, auf ein Fünftel oder ein Zehntel reduzieren. Also wir reden nicht nur über den Stopp des Wachstums, sondern wir reden eigentlich über, wenn wir jetzt über Stoff und Energie reden, eine radikale Reduktion. Und das, die Vorstellung, dass das mit einer gleichzeitigen Erhöhung des Bruttosozialprodukts einhergehen könnte, ist idiotisch. Das ist völlig außer Frage. Wir müssten innerhalb von 50 Jahren 44-fach in der Lage sein, Rohstoff- und Energieintensität zu verringern. Das ist völlig ausgeschlossen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich primär eine Schrumpfungsstrategie. Die Frage, die auch Dieter Klein 2011 mal, ich glaube, das Standpunktepapier liegt dort auch, angesprochen hat und über das man nachdenken muss, ist gleichzeitig, um diesen Umbau zu vollziehen, brauchen wir in bestimmten Sektoren, also im Stadt- im Verkehrssektor, weg vom Auto zum öffentlichen Nahverkehr, der für alle zugänglich ist und so weiter. Wir bräuchten in der ganzen Haussanierung natürlich gigantische Investitionen. Das heißt, es stellt sich nicht einfach so, Wachstum ja oder nein, sondern im Übergang werden wir
das muss man durchrechnen, da gibt es unterschiedliche Angaben, werden wir möglicherweise sogar ein Nettowachstum bekommen, aber mit dem Ziel, in spätestens 15 oder 20 Jahren dann auch beim Bruttosozialprodukt runterzugehen. Denn es ist doch auch idiotisch. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Zumindest wenn man die entwickelten Länder nimmt, aber weltweit gibt es bei allen Problemen von Hunger. Es gibt mehr Übergewichtige. Wir haben mehr Menschen, die eigentlich mittlerweile im Überfluss leben, als die im Mangel leben weltweit. Aufgrund. Ja, da muss man, darüber muss man reden. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir eigentlich ja nicht nur vom Wachstum, sondern auch von dieser enormen Erwerbs- und Konkurrenzzentrierung runterkommen. Wir leben doch weit unter unseren Möglichkeiten. Das meine ich, wir müssen den Diskurs auch insofern verschieben, weg von einem primären Angst- und Bedrohungsdiskurs müssen wir auch die Frage eines Hoffnungsdiskurses hinbekommen. Sonst gewinnen wir und mobilisieren wir niemanden. Würde da erlauben mir kurz, Dagmar, also ich weiß nicht, ob Sie schon den Film Tomorrow gesehen haben. Also ich kann den nur empfehlen. Das ist ein so eine Art Dokumentarfilm von französischen Aktivistinnen und Aktivisten gemacht, der eben genau das macht, ne? Also Unternehmen zeigt, die in der Kreislaufwirtschaft aktiv sind, ne? Die Arbeitsplätze erhalten, ohne über Wachstum expandieren zu müssen und die Belegschaft zu halten, sondern die im Kreislauf wirtschaften. Die in Detroit, wo es eben auch die großen Brachen gibt, ne, weil die Automobilindustrie dort bankrott gegangen ist und viele Menschen arbeitslos gemacht haben, wird gezeigt, wie sich die Kommunen reaktivieren, wie sich soziales Engagement auf kommunaler Ebene reaktiviert, die gemeinsam eben auch dann Landwirtschaft betreiben und das, was man Urban Gardening nennt, dann auch wirklich im größeren Maßstab machen. Es werden Initiativen vorgestellt, wie man mit eigenem Geld, ne, aktiv ist. Ne? Also die ganze Debatte um, wie kommen wir raus aus der Geld- und Zinswirtschaft. Wir werden wunderbare, das ist ein ganz mutmachender Film. Und da geht es ja immer darum, dass wir dann immer sagen, ja, aber das sind ja nur Nischen. Im Großen und Ganzen geht ja der ganze Mist weiter. Ne? Hallo, aus der Nische kam schon immer die Alternative, aus der Nische kamen schon immer die Gegenentwürfe. Das, was sich entwickelt hat über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte, war ja immer nie Mainstream zunächst, sondern ist von Vordenkerinnen, Vordenkern, Pionierinnen miterdacht und erfunden worden. Und wir müssen halt einfach anfangen. Ja? Wobei ich damit auch noch mal klar machen möchte, die adressieren auch eine andere Bildung. Ne? Also es sind mindestens 5 Sektoren, andere Finanzwirtschaft. Das kommt nicht naiv daher, so nach dem Motto, jetzt machen wir alle mal vor unserer Haustür ein bisschen Veränderung. Das ist auch nicht das, wofür ich, was ich dem das Wort rede, ne? Sondern es geht wirklich auch um größere Experimente, die es wert sind, auch größer und breiter nachgeahmt zu werden. Und nochmal, indem ich vor Ort mich für Urban Gardening oder sozial engagiere, Flüchtlingen helfe, heißt es nicht, dass ich da nicht auch noch, und das macht ja auch, also uns erschöpft es ja auch manchmal, ne? Kann nicht bedeuten, dass wir nicht gegen Ungerechtigkeit im größeren Maßstab und gegen Ausbeutung im größeren Maßstab vorgehen. Es geht nach wie vor um große Strukturveränderungen, wofür wir eben Allianzen und Bündnispartnerinnen finden müssen. Ja. Ja, Barbara hat vorhin gesagt, wir müssen miteinander reden und das sollten wir jetzt tun. Also wir drei haben jetzt miteinander gesprochen, aber jetzt sollten Sie auch die Gelegenheit haben, vielleicht Fragen zu stellen oder Bemerkungen zu machen zu dem, was hier gesprochen worden ist und ja, einfach mal ringfrei. Ich kann ziemlich schlecht sehen hier vorne, muss ich jetzt mal dazu sagen, das blendet nämlich ganz schön. Einfach melden, aufstehen, wie auch immer. Mikro haben wir hier und dann... Mikro wird rumgereicht, ja. Ach so. Gut, hier vorne haben wir eine. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen würden, wäre das lieb. Mein Name ist Nadine Lindner und was mich interessieren würde, ist, wie eine explizit linke Klimapolitik in Deutschland aussehen würde. Wir stehen ja jetzt nach dem Klimaabkommen von Paris, das ist ja jetzt ein paar Monate her, das hat ja einen großen Schub gegeben, aber jetzt muss ja auch auf nationaler Ebene was passieren und da würde mich ein linker Ansatz mal interessieren. Ich vermute ganz stark, die Frage geht nicht nur an Micha Brie, also als Vertreter der Linken, sondern ich
denke, fühlt. Ne? Okay. Gut, wollen wir ein bisschen sammeln? Ich guck mal, ob hier noch jemand mit einer Frage ist, die vielleicht auch dazu passt. Ja. Was für politische Forderungen haben Ihre Stiftungen, um den Wachstumszwang zu mildern? Also Finanz, Geld, Zinswirtschaft? Ich bin Jochen und ich habe eine kurze Frage. Es ist über die Machtfrage diskutiert worden, aber die Eigentumsfrage habe ich irgendwie vermisst. Habe ich ein kleines Nickerchen gehalten oder kam das nicht vor? Na, etwas versteckt eher. So, ich denke mal, wir haben jetzt drei große Fragen eigentlich schon, mit denen wir fast noch eine Stunde jetzt füllen könnten. Ich bitte euch beide sehr, das relativ kurz zu halten, aber die, zu den drei Fragen jetzt erstmal was zu sagen, dann machen wir die nächste Fragerunde. Okay, Barbara? Ja, ich fang mal damit an. Also weltweit und auch in Deutschland wird Klimapolitik oft nur als Energiepolitik verstanden. Das ist komplett einseitig, eindimensional und belichtet überhaupt nicht, dass der Landwirtschaftssektor und all das, was man Verkehrssektor nennt, ne, mindestens genauso adressiert werden müsste. Und viele denken, ach, wir tauschen die Fossilen gegen Erneuerbare aus und dann können wir so weiterwurschteln wie bisher. Nein, wir müssen gleichzeitig den Mobilitätssektor, den Agrarsektor und den Energiesektor scharf ins Visier nehmen und für all diese Politikfelder, natürlich auch Wohnungsbau und so weiter, für all diese Politikfelder umfassende Transformationskonzepte erarbeiten. Das machen Parteien unterschiedlich intensiv. Da würde ich schon sagen, dass ich heilfroh bin, dass das Landwirtschaftsthema vor allem auch von den Grünen seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren doch auch wieder stark aufgegriffen wird. Ne? Zum Teil vor allem auch weg mit der Massentierhaltung, weg mit den Megaställen. Das reicht mir nicht, ne? Weil wir müssen vor allem auch im Agrarsektor ganz brutal Politiken entwerfen, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck, nämlich Soja wird in vor allem Brasilien, Argentinien, in Paraguay für unsere Tröge produziert, radikal verändern. Wir müssen uns da auch immer wieder dann der globalen Verantwortung stellen und dafür auch Politiken entwickeln. Das geht eben nur, dass man ganz radikal wieder sagt, wer diese Tierbestände hat, der muss die Tiere auch hier durch Fläche ernähren können. Ja? Also flächengebundene Tierbestände. Das bedeutet aber auch, dass wir dann halt den Leuten klar machen müssen, dass mit diesem Billigfleisch und hohen Pro-Kopf-Konsum das so nicht weitergeht. Weshalb wir ja den Fleischatlas gemacht haben, der unglaublich mit über 300.000 Auflage, also wie ich finde, schon fast eine Massenpublikation ist. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Ne? Das heißt halt auch immer wieder hier die globalen Zusammenhänge aufzeigen. Und für mich gehört eben ganz klar für alle Sektoren, die da eine Wende brauchen, als ganz klare Überschrift, ich möchte ökologische von sozialen und demokratischen Fragen nicht trennen. Wir müssen die, und das ist für mich linke Politik, Gerechtigkeitsfragen, soziale Fragen und ökologische Fragen miteinander bearbeiten und miteinander verschränken und dafür auch antworten, weil wir finden keine Akzeptanz für die Transformation und für den Umbau, wenn es nicht gerecht zugeht. Da werden Leute definitiv aussteigen oder dann sieht es so aus, dieses entsetzliche Bild, was du vorher, wie will die globale Mittelklasse leben, an die Wand geworfen hast, die komplett vergisst, dass massenhaft und milliardenmäßig Menschen draußen vorbleiben werden aus diesem Modell. Das ist nicht meine Vision von Zukunft. Zur Eigentumsfrage, ja, da würde ich gerne mal wissen, was Sie wissen wollen. Ja, also wenn ich jetzt noch mal, also wir fangen an,
das Thema um Eigentum, unter anderem in der Debatte um die Commons, ne, um die Gemeinwohlgüterwirtschaft ganz massiv zu adressieren. Man kann ja Verschiedenes machen. Man kann den Grundgesetzartikel in den Vordergrund stellen und sagen, Eigentum verpflichtet. So, das ist eine Schiene, mit der man auch Eigentümer in die soziale und ökologische Verantwortung bringt. Man kann Eigentum umverteilen. Ich bin sehr dafür, dass wir wieder eine richtige Vermögens- und mehr noch Vermögens- natürlich auch Erbschaftssteuer bekommen. Das geht so nicht mehr, wie wir mit unserer Steuerpolitik die soziale Spaltung in dieser Gesellschaft befördern und die, die Geld hätten, nicht genug dazu beitragen, was wir in die Transformation investieren müssten, was wir in Bildung und Infrastruktur auch gerade für Ärmere investieren müssten. Das geht so definitiv nicht weiter und ich kann nur hoffen, dass es einen Wahlkampf gibt, der die soziale Gerechtigkeitsfrage wieder auch adressiert und wir nicht in eine Situation kommen, ihr kriegt das ja vielleicht mit, dass die Grünen da ein bisschen rumeiern, weil einfach denen in den Knochen sitzt, dass sie eben 2013 ausgerechnet für ihren sozial gerechten und kritischen Wahlkampf angeblich abgestraft wurden. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wer erzählt in welcher Partei, in welcher Organisation, welche Story und wird damit hegemonial, wie das so schön heißt. Ja, da muss man halt auch dafür sorgen, dass dann viele, viele Mitglieder, ob bei den Linken, bei den Sozialdemokraten oder bei den Grünen, dann halt auch die Stimme erheben und sagen, wie sie sich Umverteilung in der Zukunft vorstellen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch, ich möchte mich da nicht darum herummogeln, geht es natürlich darum, und das ist das große Tabu, Eigentum ist das große Tabu. Ja, also ich muss mal ganz klar sagen, bei den Grünen allemal, wir haben aber Lust, an diesem Tabu zu rühren und darüber zu reden, weil natürlich gleich die Angst kommt, ja, wer die Eigentumsfrage adressiert, der ist für Sozialismus, alter Provenienz, für Enteignung und so weiter. Vielleicht muss man da, und da ist für mich der Zugang über die Gemeingüterdebatte ein richtiger, einfach über neue Modelle nachdenken. Und außerdem gibt es viele Modelle in dieser Welt, wo Gesellschaften keinen Eigentumsbegriff und Eigentumstitel hatten und wir das auch noch, sorry, beschissenerweise zum Teil auch noch mit Entwicklungspolitik wieder einführen. Ja? Wo ich finde, wir sollten eher alles dafür tun, dass die Menschen, die ohne Eigentum und Titel unterkommen. Das passiert übrigens, das beschreiben wir auch im Buch, mit dieser Ökonomisierung der Natur. Da werden Indigene zu Marktteilnehmern gemacht, weil jetzt plötzlich die CO2-Zertifikate, wie viel CO2 absorbiert ihr Blatt am Baum, werden plötzlich Indigene zu Marktteilnehmern. Das passiert, ne? Im Kontext der globalen Klimapolitik. Darauf weisen wir, das meine ich mit, es wird in den Markt integriert, was bislang nicht ökonomisiert war. Ne? Und wir sorgen gerade dafür, dass die letzten auch Indigenen und Bevölkerungsgruppen, die noch nicht so verseucht waren von diesem ökonomisierten oder durchdrungen sind von diesem kapitalistischen Modell, genau in diesen Kapitalismus hineingezogen werden, so nach dem Motto friss oder stirb. Ja, erstens in eurem Buch macht ihr sehr deutlich diese Vorstellung, die ja ganz zentral gewesen ist, die sozusagen operationalisiert hat, diesen grüne Ökonomie oder grünen Kapitalismus, Cap and Trade. Ne? Also man begrenzt und dann, was dann sozusagen noch verbraucht werden darf, wird in den Markt eingeführt. Das Ziel ist natürlich eigentlich alles, was verbraucht werden kann, in irgendeiner Weise Natur, Arbeitskraft, Wissen und so weiter zu Waren zu machen. Die Erde müsste man eigentlich, darüber wird ja fast nicht gesprochen, wenn man ernsthafte Transformation braucht, muss man erstens mal bereit sein, Dinge auch strikt zu verbieten. Also ihr macht das sehr schön in dem Buch deutlich, der sogenannte Emissionshandel führt dazu, dass Braunkohlenverstromung
Profit abwirft, enorme Profite abwirft. Ja. Das ist doch absurd. Wir fördern sozusagen, als ob regenerative Energien, und real kommt was Gegenteiliges raus. Das heißt, man muss sich bekennen zum klaren Ausstieg, wie bei der Atomkraft, muss man sich da, ich halte die Brandenburger Politik für falsch. Wir müssen bei Sicherung von Umbauarbeitsplätzen übergehen und raus aus dieser Braunkohlenverstromung. Das heißt, klare Vorgaben, wann aus welchen Dingen ausgestiegen wird. Zweitens die Frage natürlich fördern. Ein Projekt, das mich immer wieder fasziniert, und ich fände es ja toll, wir haben hier, ich bin zwar Brandenburger, aber die sind ja ein paar Berliner, wenn die fordern würden, dass die nächste Berliner Stadtregierung übergeht zu einem entgeltfreien öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, jeder zugänglich, der hier lebt, und wir auch sagen, dass wir in 20 Jahren, Paris will das ja vormachen, relativ zügig, die Innenstadt frei ist von Autos. Das heißt, Autoverkehr, und das ist für mich konkrete, auch spannende, und Klimapolitik, die Frage, die du genannt hast, sozial, ökologisch, demokratisch, weil wir dann ganz anders über den Stadtraum verfügen. Über den wird nicht mehr per Auto verfügt, sondern wir werden dann über diesen Stadtraum demokratisch verfügen können. Und es ist, das wissen wir doch auch, es ist doch auch ein Friedensprojekt, weil dieser ganze ressourcengetriebene Extraktivismus in den Entwicklungsländern erzeugt natürlich ungeheure imperiale Spannungen. Also insofern hat Uli Brandt ja recht. Insofern, ja, ist unsere Lebensweise, hat tatsächlich einen imperialen Zugriff, verlangt ihn geradezu. Unser Produktivismus hat die Kehrseite des Extraktivismus. Ich will auch sagen, das sind für mich alles Eigentumsfragen. Also wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr, die Energieversorgung, die Wasserversorgung, auch Kommunikation in Formen des, was du nennst, Commoning, also des Kommunalen, des Genossenschaftlichen, der Share-Economy überführen, nicht in die Form einer zentralistischen Planwirtschaft à la Sowjetunion, dann stellen wir die Eigentumsfrage ganz konkret. Und das bedeutet ja auch, Eigentumsfragen, ich habe über Machtfragen gesprochen, Eigentumsfragen, also Machtfragen sind Eigentumsfragen ganz konkret. Damit ist dann auch ein Problem, das ist sicherlich eines der schlimmsten Erben der Schröder und Co-Regierung, um jetzt keine Grünen zu nennen, ist das, was mit dem Rentensystem passiert ist. Faktisch die Finanzialisierung der Alterssicherung, genau, ist eine Katastrophe. Dem entspricht dann gleichzeitig in anderen Ländern, bei uns noch nicht so sehr, das war auch ein Erfolg, Abwehr der Studiengebühren, eigentlich der Versuch einer Finanzialisierung auch noch der Bildung. Ja, also Zukunft wird für die Jugend und für das Alter finanzialisiert, und wir müssen über die Frage eines vielleicht bedarfsorientierten Grundsicherung, projektbezogene, bedingungslose Grundeinkommen in dem Sinne, wenn ihr euch für Experimente, für Projekte engagiert, dann werden wir das gesellschaftlich unterstützen. Insofern würde ich auch die Frage so gestellt, auch des bedingungslosen Grundeinkommens. Und das ist eine Eigentumsfrage, weil natürlich das Hauptproblem des kapitalistischen Eigentums ist, dass nur wenn ich mich verkaufe auf dem Arbeitsmarkt zu den Bedingungen des Kapitals, kann ich überleben. Damit müssen wir aufhören. Wir müssen die Chance haben, ein sinnvolles Leben unabhängig davon zu treffen. Und dann wollen wir mal sehen, wie die Gesellschaft dann aussieht. Das ist ein offener Prozess, wir wissen es nicht, aber das wäre ein wirklicher Bruch mit der Logik. Und letzte Bemerkung, ich glaube, es ist eine der schlimmsten Fehlinterpretierungen der Wahl 2013, dass die Grüne Partei deswegen so schlecht abgestanden ist. Das ist einfach eine Lüge. Ich bin fest davon überzeugt, der eigentliche Grund war, dass es gar keine realpolitische Option für einen Richtungswechsel gegeben hat. Und das hat die vor allen Dingen auch linke, grüne Wähler massiv demotiviert, für die Grünen zur Wahl zu gehen. Wir haben übrigens jetzt gerade vorgeführt, welche Chance in linken politischen Stiftungen steckt, nämlich tatsächlich über das das enge linke Potenzial oder das enge grüne Potenzial, also das Parteipotenzial, hinauszudenken und ein Stück weit Anregungen zu geben, die weit über Wahlgrenzen und Wahlperioden hinausgeht. Ich will noch ein zweites, weil die Frage nach der linken Klimapolitik kam. Wir sprechen hier in der Stiftung von Klimagerechtigkeit, und es ist für uns eine zentrale Frage, an der wir arbeiten. Gerade weil mit dem Thema Klima, Klimagerechtigkeit globale Fragen zusammenhängen, soziale Fragen zusammenhängen, Demokratiefragen, Eigentumsfragen,
Verkehrsfragen, Stadtentwicklungsfragen, also alles, alle Themen, die zentrale Themen der Gesellschaft sind, lassen sich mit dem Thema Klima tatsächlich verbinden und lassen hier auch Antworten finden. Und deswegen haben wir entschieden, dass das tatsächlich eine der zentralen Fragen ist, mit denen wir uns in der Stiftung befassen. So, jetzt gibt es möglicherweise weitere Fragen oder Hinweise oder Bemerkungen, wie auch immer. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo das Mikro ist. Ja, Ratsch, mein Name. Wenn es um Eigentum geht, dann bin ich als jemand, der, sagen wir mal, sehr naturverbunden ist und als Hartz-IV-Empfänger, ehemaliger oder praktisch in der Schwebe stehender, auch immer so am Futtertrog hängend. Und ich finde, den Acker, der ist etwas sehr Schmackhaftes. Und ich würde auch gerne, wenn ich nicht durch die Vielschichtigkeit der Probleme, die ich sehe und die mich bewegen, davon abgehalten würde und durch meine Mittellosigkeit, auch gerne in einem zweiten Beruf vielleicht auf dem Acker gehen. Und zwar auf diesem Acker im Prinzip also in einem Eigentum, das dann genossenschaftlich ist. Und ich würde dann eine Genossenschaft sehen, die nicht nur eine Produktionsgenossenschaft ist, die gemeinschaftlich produziert, sondern die auch eben im Prinzip mit dem Konsumenten als ein Bestandteil des Wirtschaftskreislaufes des Agrarischen, nämlich wir müssen ja unsere Fäkalien praktisch zukünftig auf den Acker bringen. Der Phosphor, unser grundlegender Rohstoff, der wird heute oft aus Apatit, aus endlichen Rohstofflagerstätten gewonnen, die praktisch in Jahrzehnten, in wenigen zur Neige gehen. Und der einzige Rohstoffquelle, die wir haben, der Phosphor ist natürlich auf der Welt nicht weg, aber er ist anders verteilt und die wichtigsten Konzentrate sind mit unseren Fäkalien. Und die Scheiße wird Gold quasi und auch noch wichtiger als Gold im Prinzip, weil wenn man in der Wüste ist, dann kann man so mit Gold nicht anfangen, aber da ist Wasser wichtig und eben auch die Nährstoffe sind wichtig, damit man da also Nahrung hat und Nahrung ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und darauf sollten wir unsere Energie, wenn hier gesagt wird Energiepolitik, dann ist es eben wichtig, dass wir nicht, sagen wir mal, nur substituieren, also praktisch Kohle gegen, sagen wir mal, Sonne oder so, sondern das Problem ist, dass die vielen Windkraftanlagen, die in der Landschaft stehen, beginnen, die Landschaft zu versauen, aber auch als Ökosystem zu versauen. Es wird immer mehr versiegelt, man stellt sie in die Wälder, die Fledermäuse, die Adler und die Bussarde werden geschreddert. Das ist alles dann langsam ein Problem. Ich meine, im Prinzip, wir brauchen eine Wirtschaft, die eben diese Maximierung hat. Ich meine, auch das Grüne, was heute als grün gilt, kann man übertreiben und dann wird es nicht mehr grün sein. Und da muss eine Grenze, also die Einsparung, es gibt also Autoren, die sagen, wir müssen 90% der Rohstoffverbrauch und der Energie einsparen. Und ich glaube, da haben wir beziehungsweise sehr wenig gemacht bisher und da müssen wir hin. Und es ist ja auch so, dass eine solche Agrarkommune, eine Agrargenossenschaft, die, sagen wir mal, in kurzen Kreisläufen operiert, natürlich auch ihre räumliche eigene Energiegewinnung haben kann und Überschüsse produzieren kann in Genossenschaften, die in kleineren Städten leben, nicht in einer Riesenstadt wie Berlin, die muss sich eigentlich auflösen, diese Urbanisierung, dieses Wachstum. Das kommt ja vom Land her im Prinzip und das Land verarmt, wird immer ärmer, auch an Arten, an Menschen. Da haben wir einen riesen Leerstand und hier die Stadt wächst und kann gar nicht mehr wachsen im Prinzip. Hier werden die Grünanlagen zugebaut, die Häuser werden immer höher und das Problem ist, dass es eigentlich irgendwann explodieren müsste und das ist genau der Punkt, an dem wir auch stehen. Es sollte eigentlich bewusst werden und wir sollten bewusst diesen Umkehrpunkt schaffen und sagen wir mal, Regionalplanung betreiben, die eine nachhaltig zukunftsfähige Struktur darstellt. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, hier sind ein Haufen Themen angesprochen. Könnt ihr nachher noch etwas sagen dazu? Ja. So, weitere Fragen? Ja? Hier rüber. Ja, ich habe große Sympathien für die von Ihnen geäußerten, für die von Ihnen geäußerte Wachstumskritik. Ich möchte Sie um einen Punkt ergänzen, der noch nicht gefallen ist und ein bisschen aus der Mode geraten ist, nämlich die Forderung nach radikaler Arbeitszeitverkürzung. Ich denke, gerade auch für mehr Beschäftigung und sozusagen für weniger Wachstum ist es notwendig, dass wir einfach weniger arbeiten und uns mehr sozusagen für soziale Dinge engagieren. Meine zweite Frage oder meine Frage geht allerdings dahin, in Ihren beiden jeweiligen Mutterparteien
kann ich nicht erkennen, dass die von Ihnen geäußerten Gedanken sozusagen mehrheitsfähig wären. Und das ist sozusagen für mich auch das große Problem, wie ich mich frage, wie man in den fortschrittlichen Parteien allein es schafft, diese Gedanken mehrheitsfähig zu machen. Wenn ich an die baden-württembergischen Grünen jetzt exemplarisch denke, bei den Linken gibt es genauso Vertreter eines solchen Denkens, dann wollen die genauso weitermachen wie bisher und sozusagen eben wirklich dann so ein grünes Wachstum oder ein rotes Wachstum. Geben Sie das Mikro einfach mal so ein Stückchen weiter, genau, und dann hier vorne. Ja, mein Name ist Hans-Peter Clausen, ich gehöre zum Arbeitskreis Rote Beete vom Ortsverband Kreuzberg der Linken. Wir beschäftigen uns auch mit ganz konkreten Dingen wie Verkehr, Lärm, Bebauung, Begrünung. Aber mir ist gerade bei der Stellung der Eigentumsfrage meine 30 Jahre zuvor eingefallen. Also ich habe mich da mit indianischer Philosophie beschäftigt und die Indianer haben gefragt, wem gehört die Erde? Und hier taucht immer wieder die Frage auf, wem gehört die Stadt? Ganz konkret Wohnungsbau. Aber es ist ja nicht aus der Luft gegriffen, die Frage zu stellen, wem gehört die Erde? Wenn wir eine ganzheitliche Betrachtung möchten, dann gehört eine philosophische Frage und ein philosophischer Bezug sicherlich dazu. Wir sind Teil des Organismus Erde, ein nicht unwesentlicher Teil, der viel Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch Verantwortung hat. Und wer sagt, ob wir nicht vielleicht ein evolutionärer Erdläufer sind, wenn wir uns so weiter verhalten? Und das muss irgendwie, glaube ich, manchen Menschen auch so explizit gesagt werden. Das ist implizit da immer damit im Hintergrund verbunden, aber ich denke, das ist klar. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen vernichten, zerstören, erzeugen wir damit soziale und andere Probleme. Die Linke ist eine Partei, die will soziale Probleme bewältigen. Wenn sie aber selber herstellt, indem sie so weiter wirtschaftet, wie kapitalistische Wirtschaft ist, dann sind wir in einem Grundwiderspruch und werden uns da nicht irgendwie groß erfolgreich betätigen können. Geben Sie das Mikro? Nee, wir haben gegendert hier. Also hier ist vorne ist eine Dame, die sich gemeldet hat. Quotiert bitte. Ja, ich möchte gleich daran anschließen. Ich denke, es hilft alles nichts. Die Systemfrage muss gestellt werden. Da spricht keiner mehr aus, weil alle so furchtbare Angst vor der Vorstellung von Sozialismus haben. Aber ohne diese Systemfrage zu stellen, an die ja auch die Eigentumsfrage geknüpft ist, kann sich nichts ändern, weil alle Politiker, die vielleicht fortschrittlich was ändern wollen, ob das nun in Baden-Württemberg war oder jetzt in Thüringen, die sind ja letzten Endes dem System und den Mächten im System unterworfen und deshalb kann sich ja auch die Politik nicht grundsätzlich ändern. Insofern denke ich, ist das eine Illusion? Es ist natürlich ein gutes Unterfangen durch Commons und durch Genossenschaften und von unten schon vorzubereiten, aber irgendwann muss diese Systemfrage gestellt werden, denn die Politik, auch in unserer bürgerlichen Demokratie, die hängt am Tropf der Wirtschaft. Deshalb können auch 250.000, ich war dabei, in der Anti-TTIP-Demonstration, es war eine wunderbare Demonstration und man konnte mit allen Menschen reden und alle sind der Meinung, es muss sich was ändern, aber die Politik nimmt darauf keine Rücksicht und die EU ist entschlossen, diese Dinge durchzupeitschen, sowohl CETA wie auch TTIP und ich. Ich bin da sehr resigniert, ob es wirklich gelingen wird, da einen Block einzuschlagen, dass das verhindert wird. Und insofern, das ist das eine. Und im Übrigen meine ich, ist es auch eine Erziehungsfrage. Wir müssen alle umdenken und wir müssen zu einer ganz anderen Einstellung kommen, nämlich weg vom Wachstum. Wenn ich bedenke, dass die Milchbauern jetzt überproduzieren, dass Kühe gezüchtet werden, die das anderthalbfache oder noch mehr der Milch geben wie noch vor Jahren oder Jahrzehnten. Das ist eine total ungesunde Entwicklung und man kann ja zurück zu einer natürlichen Entwicklung, was Sie sagen, dass eben Viehhaltung und Land Zugeordnetheit, dass das zusammengehört, dass das Vieh wieder auf die Weiden geht und nicht durch Soja ernährt wird, dass
Rinder gezüchtet werden oder Kühe gezüchtet werden oder ins Leben gebracht werden, die eben natürliche Möglichkeiten haben, dann würden wir ja wegkommen von dieser Überproduktion. Das macht uns krank, das macht die Wirtschaft krank und das macht die Tiere krank. Also wer hat was davon? Geben Sie Ihr Mikro mal an den jungen Mann weiter. Vielen Dank. Guten Abend, mein Name ist Oliver Scharf. Ich bin Architekt, zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung, aber ich muss mich meinen Vorrednern gleich anschließen. Ich finde, die Grundfrage liegt eigentlich darin, dass wir diskutieren müssen, wie unsere Gesellschaft funktionieren soll in Zukunft und natürlich jetzt, da unser System sich über Kapitalismus, also über Kapital definiert, über Finanzen, muss gesprochen werden, wie dieser Transformationsprozess überhaupt finanziert werden kann. Das heißt, wo findet die Umverteilung statt, wo wird angegriffen und um sich da dementsprechend oder die Gesellschaft mit einbeziehen zu können in diese Frage, also eine generelle Diskussion anzustoßen und diese Gesellschaft mit einbeziehen zu können, muss ja auch in der Bildungspolitik was geändert werden, damit die Jugend und so weiter sich überhaupt mit diesen Gedanken oder mit den Thesen auseinandersetzen kann und nicht einfach nur als Konsument auf dieser Welt unterwegs ist. Schönen Dank für die Frage und ich hoffe, Sie kommen wieder, sind nicht das erste, nicht das einzige Mal hier, sondern wir regen an, auch wiederzukommen. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Programmen. Ich verweise mal auf unsere Website und die Ankündigung von Veranstaltungen, also zu vielen anderen Themen, sind Sie herzlich willkommen natürlich. Sie alle, selbstverständlich. So, kommen wir zur nächsten Antwortrunde. Wer möchte von euch beiden beginnen? Gut. Ja, das... Sie werden ja jetzt nicht erwarten, dass ich auf diese Fragen alle umfassend antworte. Wir sind hier in einer offenen Diskussion, wo, ich glaube, die hier vorne genauso lernen sollten wie alle anderen. Deswegen einfach nur ein paar Bemerkungen. Das erste ist, ich möchte Werbung machen für einen Mann, der vor über 100 Jahren gestorben ist, William Morris. William Morris war ein Designer, war einer, der einen genossenschaftlichen Betrieb hatte. Sie kennen ihn natürlich, klar, der dann auf die Straße gegangen ist, ein bisschen erbost war, dass nicht alle so militant sind wie er selber. Er hat ein wunderbares Buch, also zwei Sachen, also viele wunderbare Sachen geschrieben, klar. News from Nowhere, Nachrichten von nirgendwo. Reist er in die Zukunft nach der sozialistischen Revolution und wacht dann auf, die Großstadt London ist weg. Man lebt völlig anders. Lesen Sie sich dieses Buch mal durch, weil die Vorstellung ist, und das ist vielleicht keine schlechte Überlegung, jetzt nicht, dass man das jetzt nachvollziehen soll, also das ist nach der Revolution, weil durch den Widerstand der herrschenden Kreise ist nun alles zerstört und die Leute sind dann da und überlegen, wollen wir das, was wir hatten, eigentlich wieder aufbauen oder machen wir es nicht mal ganz anders? Ganz anders. Das ist ein wunderschönes Buch, um überhaupt die Fantasie freizusetzen. William Morris, Nachrichten von nirgendwo. Das Zweite, da will ich jetzt doch, weil ich wahrscheinlich missverstanden wurde, weil ich immer wieder auf diese Frau verweise, Frigga Haug ist das, ne? Eine 4-in-1-Perspektive, die sagt, naja, wir müssen... ich habe das jetzt ein bisschen abgewandelt, ne? Wir müssen sagen, wir haben vier Grundtätigkeiten unseres Lebens. Ja? Wir sind beschäftigt, sie hat das ein bisschen anders gemacht, Erwerbsarbeit, wir müssen uns um andere sorgen, das habe ich auch mit Lieben ergänzt noch, weil das mit diesen reinen Sorgen ist mir ein bisschen zu fade dann auch oder nur anstrengend. Ein Viertel der Zeit sollten wir ausgeben dafür, uns gesellschaftlich zu engagieren. Ja, wie soll denn eine Demokratie funktionieren, wenn wir einmal in 4 Jahren oder zweimal in 4 Jahren 5 Minuten dafür ausgeben oder 10 Minuten, wenn wir ein bisschen weiter zum Wahllokal haben? Sie sagt, ein Viertel der Zeit brauchen wir, wenn wir eine funktionsfähige Demokratie haben sollen. Und dann sollten wir auch müßig sein. Wir sollten, dafür gibt es ja nicht mal ein richtiges englisches Wort, ne? Leisure ist ja nicht Muße. Es gibt auch, wenn Sie mal gucken in der Bibliothek, es gibt kaum Bücher über die Muße. Wir haben das völlig verlernt, müßig zu sein. Also ich stimme völlig zu, es geht nicht nur einfach um die Arbeitszeitreduzierung, es geht darum, den Reichtum wieder neu zu schaffen oder überhaupt erstmal neu zu schaffen für alle Menschen, diese Vielfalt der Tätigkeitsformen.
bei der Systemfrage stimme ich, das ist ja, was ich versucht habe als Zielpunkt, das ist ein völlig anderes Gesellschaftssystem, das ist klar. Es gibt einen wichtigen Transformationsforscher, Eric Allen White. Sein Buch Envisioning Real Utopias erscheint jetzt auch im Deutsch beim Surkamp Verlag Ende des Jahres. Wir haben eine Kurzfassung auch bei uns auf dem Netz, finden Sie also. Der sagt, es gibt drei Transformationsstrategien. Die erste sind Nischen. Und man sollte sie wirklich, da stimme ich Ihnen dir zu, nicht unterschätzen. Wir brauchen Experimentierfelder. Das zweite, Symbiose. Wir sollten natürlich Felder gucken, nehmen wir mal entgeltfreier Nahverkehr mit anderen städtebaulichen Organisationen. Das wäre eine Symbiose zwischen dem jetzigen und etwas Neuem. Es entsteht also etwas, was weit über das heutige schon hinausgeht, ohne es völlig zu verlassen. Und drittens, du hast das auch immer wieder angesprochen, ja, eigentlich müssten wir in der Lage sein, einen Bruch zu vollziehen, einen Ausnahmezustand zu verkünden. Wir wissen doch, eigentlich befinden wir uns in einem planetarischen Ausnahmezustand. Manchmal wird in der ganzen Klimadiskussion nicht mit Unrecht die Frage des Kriegszustandes aufgerufen. Die USA waren in der Lage, als sie in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, von einem Tag auf den anderen die Autoproduktion, die private Autoproduktion einzustellen. Von einem Tag auf den anderen. Na, wieso sollte das nicht möglich sein? Ja, ich will nur sagen, das betrifft auch die institutionellen Fragen. Eigentlich müssten wir einen Verfassungsprozess einleiten, damit kommen wir auf die Frage, wem gehört die Welt? Wem gehört die Erde? Sie gehört uns natürlich nicht. Wir müssten also eigentlich unser Grundgesetz unter dem Gesichtspunkt so verändern, dass wir uns selber in einem solchen Prozess, so wie wir auch verbieten, per Todesstrafe hinzurichten, ja, müssten wir eigentlich auch verbieten, die Natur so zu behandeln, dass wir zukünftige Generationen um den Reichtum der menschlichen Natur bringen und eigentlich teilweise, das wissen wir auch, um ihr Leben bringen. Also insofern müssten wir auf die politische Agenda die Verfassungsfrage setzen. In Teil lateinamerikanischer Länder wurde das gemacht. Da gab es eine Verfassungsänderung, die nicht durchschlug hinreichend auf eine Realveränderung. Aber wir müssen diesen Zusammenhang hinbekommen. Eigentlich müssten wir den Ausnahmezustand verkünden. W-R-I-G-H-T. Sie finden das auch in Büchern bei uns auf der Website. Da finden Sie eine Kurzfassung des Beitrages. Eric Allwright. Und der Diskurs in Lateinamerika ist Buen Vivir. Und auch dazu, es gibt eine ganze Reihe von Partnerinnen und Partnern, die wir als Stiftung dort haben, mit denen wir gemeinsam auch an diesem Thema arbeiten. Aber jetzt Barbara. Ja, ich möchte dem, was Michael gesagt hat, jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Also was mir immer einfällt, kann dann auch noch ein paar nette Bücher von früher zitieren. Also ich meine, die ganze ökologische Bewegung ist in den 70ern, vor allem 80ern entstanden, unter anderem auch als Widerstand, ne, gegen die weitere Industrialisierung, Betonisierung, Kapitalisierung unserer Lebenswelt, ne? Und in der Zeit sind deswegen auch wirklich ganz viele neue, auch theoretische und sonstige Erzählungen entstanden, die ganz ganzheitlich darauf geguckt haben, wie wollen wir leben. Da gibt es auch so wunderbare Autoren wie Ivan Illich, der ganz wunderbare Ideen entwickelt hat, ne, wie Verantwortung und ganzheitliches und verantwortliches Leben auch mit der Natur Einzug halten muss in Bildung und in unsere ganze auch Forschungsagenda. Ja, das sind ganz wunderbare Pionierinnen, weshalb es eben auch darum geht, sich zum Teil an diese Erich Fromm wurde schon genannt, ne, viele andere wieder zu erinnern, Schumacher, die ganz ganzheitliche Gesellschaftskonzepte hatten. Und was dann passiert ist, ist, dass eben die Ökologie-Debatte nicht mehr eine Debatte war, um wie wollen wir leben, ne, mit der Zukunft, sondern dann eine Umwelttechnologie-Debatte wurde mit all den Diskussionen um technischen Umweltschutz, Optimierung, Effizienz und so weiter. Und ich finde, wir müssen eben wieder anknüpfen daran, dass wie wollen wir leben und wie gehen wir vor allem auch sorgsam und pfleglich
mit den Grenzen der Ressourcen und des Planeten und der Atmosphäre um, die leitende Frage sein soll, wenn es darum geht, Ökonomie neu zu definieren. Heute beherrscht die Ökonomie als Leitidee alle Sektoren unserer Gesellschaft und es muss aber vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Ökonomie soll eine dienende Funktion haben für die Bedürfnisse der Menschen und nicht der Treiber dafür sein, dass wir entweder dauernd scheinbar neue Bedürfnisse haben oder ganz zentral, möchte noch mal daran erinnern, wir 2 Milliarden Menschen auf der Welt haben, die überhaupt gar keinen Zugang noch nicht mal wirklich zu Grundbedürfnisbefriedigung hat, wie das in der entwicklungspolitischen Debatte als Begriff immer noch, finde ich, relevant ist. Was sind denn bitte schön auch Grundbedürfnisse? Ich finde schon, dass zum Grundbedürfnis gehört, dass man Zugang zu einer lebensqualitativen, nicht nur Ernährungssicherheit hat, die ist zentral, aber dass man eben vor allem auch Zugang zum Beispiel zu Strom hat. Ja, das ist, wie ich finde, schon auch ein Grundbedürfnis, was Lebensqualität wirklich verbessert, wenn man auch abends lesen kann. Also ich bin in den kleinen Dörfern in Brasilien, die mit einem kleinen, mit einem kleinen Wassergefälle einen Generator zum Laufen kriegen und sagen, es hat sich dramatisch verbessert, wir können unser Essen kühlen, ja, und wir können auch vielleicht mal ferngucken oder so. Und das hat unsere Lebensqualität so verbessert, dass wir lieber in dieser üppigen, reichen Landschaft bleiben, als in die Stadt migrieren, weil dort geht es uns viel dreckiger. Also man sieht einfach auch, dass man wie man Livelihoods verbessern kann mit wenig Mitteln und Leute dann auch zufrieden sind. Nochmal will sagen, ganzheitlicher Ansatz, in alle Sektoren gucken, Ökologie ist eben nicht Umwelt, das verwechseln viele Leute, sondern ist ein ganzheitlicher Denkansatz, der kommt auch von Oikos wie Haushalt, ne? Und das geht darum, wie haushalten wir und wie wirtschaften wir, so dass wir wirklich auch das, was man dann gutes Leben nennt, in Freiheit, Frieden ist ein ganz zentraler Faktor, Frieden leben können. Und möchte einfach nur noch mal sagen, es sind viele Leute unterwegs, sie verbünden sich, sie experimentieren, sie probieren aus. Und das wahrzunehmen und für sich selber auch immer wieder selber auf diesem Suchprozess bleiben. Und gut, ich meine, Resignation hilft niemandem, auch wenn ich manchmal denke, hallo, mit was für einer Welt habe ich es zu tun. Dagmar Enkelmann ist Vorstand, ich bin Vorstand, wir besuchen unsere Büros weltweit. Glauben Sie, dass ich aus einem dieser Länder zurzeit zurückkomme und sage, happy, happy, da laufen aber tolle politische, soziale oder ökologische Prozesse? Auch nicht mehr in Lateinamerika. Illusion, Illusion. Schauen Sie sich an, was in Brasilien passiert. Ne? Dieser Putsch da in Brasilien hat dazu geführt, dass man alles, was es an Regulierung gab, auch an Umweltgesetzgebung, einfach mal so flux abgeräumt hat. Ne? Habe ich erst heute von unseren Projektkolleginnen und Partnerinnen gehört. Und das ist, natürlich ist es das, ohne Zweifel. Also ich meine, Kapitalismus hat den Drang und die Notwendigkeit zur Expansion und muss auf Wachstum setzen, so wie der moderne Kapitalismus heute gestrickt ist. Und wenn man aus der Falle aussteigen muss, muss man systemisch denken. Ja? Nur ist bei uns so, bei Systemfrage löst es eben genau dann sofort diese Reflexe aus, ne, und so weiter. Und ich sage, bei mir lösen sie diese Reflexe nicht aus. Ich war auch nie in einer alten K-Gruppe oder sonst wo für die Westler, sondern es geht darum, systemisch, mir geht es, wenn ich Systemfrage sage, dann sage ich, ich habe noch keine Antwort, ja, aber wir müssen diese systemischen Fragen angehen, die Ursachen adressieren und wie die politischen Antworten dann aussehen. Davon haben wir heute Teilantworten diskutiert. Auch fand ich sehr gut, Michael, auch was du noch mal zu dem ganzen Thema auch Eigentum gesagt hast. Ne? Egal, was wir machen, wem gehört, ist für mich die zentrale Frage. Wem gehört, ne? Und wem entreißen wir, der versucht, was zu monopolisieren, wie die Stadt oder wie vom Landgrab bis zur Stadt. Ne? Und ich kann nur noch mal sagen, mag sein, dass wir diese TTIP
Schlacht verlieren, aber hallo, wie weit sind wir gekommen? Ist das nicht großartig? Auch wenn wir, ja, wir haben auch noch nicht das Glyphosat verboten auf der EU-Ebene, sehe ich. Aber Sie haben es jetzt erstmal nicht für 15 Jahre, sondern für 18 Monate verlängert. Ich finde, das ist kein Sieg, aber das ist eine Etappe. Und hat dazu geführt, dass immer mehr Leute sich bewusst werden, was dieses scheiß Glyphosat mit unseren Boden, mit der Biodiversität und mit unseren Lebensmitteln und mit unseren Körpern macht. Das ist doch erstmal okay, ich bin keine Schönrednerin, ich glaube, das haben Sie begriffen, aber wir können uns auch nicht nur in den Boden ziehen lassen, sondern überall halt tun und machen, was wir können. Barbara, ich komme übrigens manchmal zurück und habe wirklich diese kleinen Pflänzchen der Hoffnung, die ich dann mitbringe. Ich war vor kurzem in Ecuador in einer Kommune, 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner, regiert von einem indigenen Bürgermeister. Und die haben gezeigt, was möglich ist an Gemeinschaftsarbeit, an Regionalisierung und so weiter. Und das nehme ich so gerne mit und erzähle das dann hier und sage, es geht. Es gibt also diese Beispiele. Ich würde jetzt gerne einen Punkt setzen. Kein Schlusspunkt. Für heute vielleicht schon, aber ein Punkt, wie gesagt, für heute kein Schlusspunkt. Wir sollten weiter darüber diskutieren. Du lädst oder ihr ladet ein mit eurem Buch tatsächlich zu einem Dialog, zu einem weiteren Diskurs. Ich glaube, es ist heute erkennbar geworden, ihr sprecht auch über blinde Flecken, die da sind. Über diese blinden Flecken sollten wir weiter diskutieren. Ich freue mich sehr, dass es heute gelungen ist, tatsächlich sozusagen mal stiftungsübergreifend eine solche öffentliche Diskussion zu führen. Es war nicht in jedem Falle ein Streitgespräch. Aber vielleicht muss das auch nicht in jedem Falle sein. Vielleicht ist es manchmal auch wichtig zu zeigen, wo gibt es Gemeinsames, an denen man auch gemeinsam arbeiten kann, auch wenn man vielleicht unterschiedlichen Parteien nahesteht, in diesem Falle oder unterschiedlichen Parteien angehört. Aber es gibt zentrale, es gibt existenzielle Fragen, an denen wir tatsächlich gemeinsam arbeiten können. Das sollten wir künftig auch machen. Also auch an Sie natürlich die Einladung, weiter mit uns in diesen Diskurs zu treten. Die Themen liegen auf der Hand. Wir werden es weiter tun. Ich lade Sie dazu jetzt schon ganz herzlich ein. Wer heute nicht zum Zuge gekommen ist, kommt es dann vielleicht bei der nächsten Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute da waren. Und natürlich ein besonderer Dank an Barbara Unmüßig, Vorstandsvorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung. Ja, und der Dank geht natürlich auch an Michael Brie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und euch weiter kluge Ideen für diesen Diskurs. Ganz herzlichen Dank.